Die Dissertation Benjamin und der Rundfunk, die schrieben sie 84 und ich habe mich gefragt, und das fragen sich bestimmt auch die Hörenden, wie sind Sie ganz praktisch denn darauf gekommen, sich mit Benjamin und Radio zu beschäftigen? Na, es ist wie bei so vielen Themen, sie sind auch eine Modeerscheinung. Und damals war es eben so, die Rundfunkanstalten waren in ihrer historischen und institutionellen Geschichte aufgearbeitet und nun ging man daran, Programmgeschichte zu schreiben. Und man hat natürlich da angefangen, was für die Kulturabteilungen am interessantesten war, nämlich an die Literaten und an die Schriftsteller. Und seit Beginn des Rundfunks sind sie mit diesem Medium umgegangen. Und da kam auch Walter Benjamin ins Spiel. Vor allen Dingen Gerhard Hay hatte damals ein Buch Literatur und Rundfunk konzipiert und hatte in Ostberlin den Nachlass gefunden von den Rundfunkarbeiten Benjamins und gesagt, darüber müsste was gemacht werden. Und darauf habe ich mich eingelassen. Und wie waren damals die Dokumentationslage? Also wo mussten Sie da graben? Wie haben Sie diese ganze Forschungsarbeit angestellt? Weil das ist ja immer sehr spannend, wenn man was anfasst wissenschaftlich, was zuvor so im Verborgenen lag. Naja, ich hatte das große Glück, dass ich den Nachlass einsehen konnte. Gerhard Seidel, der damals Leiter der Literaturarchive der Akademie der Künste war, hat mir die Gelegenheit gegeben. Und ich habe mit den Originalskripten eben damals gearbeitet und oder den Durchschlägen der Skripte und habe dann, ja, wie das so hieß, Staubforschung betrieben. Nämlich wirklich mit den alten Zeitungen und Zeitschriften bin ich umgegangen und habe Seite für Seite umgeblättert und gesucht und dabei eben sehr, sehr viel gefunden. Und diese über 80 Sendungen, die Walter Benjamin für die Funkstunde Berlin und für den Südwestrundfunk Frankfurt damals gemacht hat. Sie haben ja gerade schon die Literatur angesprochen, die ja auch für Benjamin interessant war im Zusammenhang mit Radio. Aber seine Radioarbeit ging ja weit darüber hinaus, sich mit Literaturkritik im Radio zu beschäftigen. Um uns jetzt erstmal einen gewissen Überblick zu verschaffen, kann man unterschiedliche Phasen oder Stile oder Formen der Rundfunkarbeit von Benjamin erkennen? Also lässt sich da irgendwie eine Struktur, eine Übersicht irgendwie erkennen? Nein, so würde ich das nicht sagen. Es hat eher den Anschein, dass er zunächst vielleicht, ja gut, von der Entwicklung her vielleicht. Zum ersten Mal stand er 1927 vorm Mikrofon in Frankfurt und hat wahrscheinlich eher einen verschriftlichten Bericht über junge russische Dichter einfach vorgelesen. Und dann auf dem Rückweg von Paris das gleiche noch einmal über die Stadt Paris. Dann aber, sein Freund Ernst Schön war eben von Anfang an ein Rundfunkmann, ist wirklich mit der ersten Stunde in Frankfurt dabei gewesen und hat natürlich eine Vorstellung von diesem Medium entwickelt. Und er hat großen Einfluss auf die Medienarbeit Benjamins gehabt und was alles dieses Medium leisten kann und dieses rein akustische, nicht die Möglichkeit zu haben, etwas nochmal nachzulesen, sondern wirklich im Augenblick des Sprechens, so wie wir das jetzt machen, diese Live-Situation, das war ja die einzige Möglichkeit, wirklich Radio zu hören. Und daraufhin hat er natürlich sehr viel verändert auch und hat eine eigene Methode entwickelt, hat sich eingelassen auf dieses neue technische Medium. Ein Philosoph im Radio, das stellen sich wahrscheinlich viele, ja, vielleicht können viele sich das gar nicht vorstellen. Es ist eine böse Unterstellung. Jedenfalls wird Philosophie gemeinhin oft mit Wissenschaftlichkeit assoziiert und Radio dann eher mit Unterhaltung. Und dass das kein Widerspruch ist, das sieht man eben in Benjamins Arbeiten. Wir hören jetzt in ein Feature rein, auch das zeugt vielleicht von dieser Kombination. Und dieses Feature, das ist unter dem Titel Erzähler und tausende Einzelne bei freie-radios.net in Gänze zu hören. Und ich fand die Formulierung einfach so treffend. Die Frage kommt dann hinterher. Als er sich aber so um 1925 dafür entscheidet, mit seinen Schriften nach außen zu treten, wendet die Sprachphilosophie sich der Literaturkritik und die Geschichtsphilosophie sich der Sozialkritik zu. Die gesammelten Schriften Walter Benjamins hängen wie ein Netz zusammen. An einem willkürlichen Punkt kann man sie aufgreifen.
Immer hängt etwas Spannendes dran, das einen Eingang zum restlichen Teil bietet. Wie wichtig ist aber, dass man sofort in die Komplexität seines ganzen Werkes greift, weil er sich immanent heftig gegen die wissenschaftliche Auffassung, dass man Phänomene isoliert betrachten kann, werden. Dazu bekommt sein Werk ein ganz anderes Charakter. Was mit lebendigem Wissen gemeint ist? Wir haben schon gesagt, der Philosoph wird ein Erzähler und bemüht sich, seinem neuen Publikum lebendiges Wissen weiterzugeben. Im Hintergrund bleibt aber die Philosophie, die die Welt, die er beschreibt, eine Ordnung bietet. Unter dem Blickwarte Benjamins wird jeder Gegenstand eine eigene Würde und eine eigene philosophische Bedeutung enthüllt. Dazu gibt es jetzt ein Beispiel aus dem Buch Einbahnstraße, das 1928 erschienen ist. Aus dem Aphorismus Madame Ariane, zweiter Hinterhof, links. Wer weise Frauen nach der Zukunft fragt, gibt, ohne es zu wissen, eine innere Kunde vom kommenden Preis, die tausendmal präziser ist als alles, was er dort zu hören bekommt. Ihn leitet mehr die Trägheit als die Neugier und nichts zieht weniger dem ergebenen Stumpfsinn ähnlich, mit dem er der Enthüllung seines Schicksals beiwohnt, als der gefährliche, hurtige Handgriff, mit dem der Mutige die Zukunft stellt. Denn Geistesgegenwart ist ihr Extrakt. Genau zu merken, was in der Sekunde sich vollzieht, entscheidender als Fernstes vorherzuwissen. Vorzeichen, Ahnungen, Signale gehen ja Tag und Nacht durch unseren Organismus wie Wellenstöße. Sie deuten oder sie nutzen. Das ist die Frage. Beides aber ist unvereinbar. Feigheit und Trägheit raten das eine, Nüchternheit und Freiheit das andere. Denn ehe solche Prophezeiung oder Warnung ein mittelbares Wort oder Bild ward, ist ihre beste Kraft schon abgestorben. Die Kraft, mit der sie uns im Zentrum trifft und zwingt, kaum wissen wir es wie, nach ihr zu handeln. Soweit der Einspieler des Hörspiels Erzähler und Tausende Einzelne, zuletzt ein Hörbeispiel aus der Einbahnstraße. Und wir haben gerade eben gehört, wir haben nicht nur das Radio als Medium, sondern für Benjamin ist der Erzähler selbst ein Medium. Frau Schiller-Lerck, vielleicht können Sie die Rolle des Erzählers und die Aufgaben aus Sicht Benjamins, des Erzählers, für uns ein bisschen gerafft darlegen. Also welchen Anspruch oder welches Denken hat Benjamin? Was sollte ein Erzähler leisten und inwiefern ist das denn überhaupt umsetzbar im Radio, was er da so denkt? Naja, da muss man natürlich wissen, dass der alte Erzähler, so wie ihn Benjamin klassisch eben auch bei Hebel noch entdeckt hat, dass dieser alte Erzähler für ihn durch den medialen Transport von Information verloren gegangen ist. Und er jetzt bemüht ist mit diesem neuen Medium, was wiederum die Erzählkunst sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass er aber sagt, das geht so nicht. Und sie haben eben die Nachrichten gelesen und sie waren reine Information und dennoch haben sie verknüpft mit narrativen Elementen. Das heißt, für ihn ist die reine Information das Element, was die Erzählung zerstört. Gleichzeitig muss man eben sagen, jetzt mit dem Medium selber kommt natürlich auch die Aktualität und die Information lebt eben von der Aktualität. Und Benjamin hat ja auch viele Mediengespräche geführt, die er dann im Nachhinein verschriftlicht hat. Also genau der umgekehrte Weg wie dann beim Radio. Und diese Möglichkeit eben, die Information, die Aktualität in den Hintergrund zu schieben und wieder erneut mit dem Medium eine Erzählform entstehen zu lassen. Und zwar auf einer dialogischen Ebene. Das war im Grunde genommen sein Weg, die Erzählung wieder zum Leben zu erwecken. Ja, das Dialogische, das würde ich gerne ein bisschen weiterverfolgen, eben das Verhältnis von Sprecherin und Hörer. Das wurde jetzt auch angerissen und auch
auch Benjamins irgendwie erzieherische Intention des Radiomachens ist ein bisschen angeklungen. Ich würde gerne jetzt auf eine ganz besondere Zielgruppe seiner Rundfunkarbeiten gucken, nämlich auf Kinder und Jugendliche. Also Benjamin hat mehrere Hörspiele speziell für diese jungen Menschen geschrieben und produzieren lassen. Und wir hören mal Daniela Müller, die zu Benjamins Rundfunkarbeit auch eine Arbeit schreibt, eine Doktorarbeit, meine ich, war das? Ich will nichts Falsches sagen, ist aber auch meine, nicht es so war wichtig. Eine Masterarbeit. Oder ja. Eine Masterarbeit. Jedenfalls, Daniela Müller war letzten Oktober im Stadtmuseum in Halle zu Gast und hat in einer Sendung zu Radio und kritischer Theorie gesprochen. Und Daniela Müller beschreibt Benjamins Rundfunkarbeit eben für Kinder folgendermaßen. Das ist die Grundvoraussetzung für seine spätere Arbeiten, sein eigenes jugendliches Leben. Und später würde ich sagen, ist dann auf jeden Fall der Besuch in Moskau und Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogin Asya Latsis dann ausschlaggebend auch für seine Arbeit mit Kindern, also was dann halt mit dem proletarischen Kindertheater dann zu tun hat und die Essenz dieser Pädagogik eigentlich ein Spiel ist, also das spielerische Herangehen an das Kind. Und das findet man dann wieder zum Beispiel in seinem Hörspiel Radau im Kasperl, wo dann verschiedene Tonsequenzen, Akustiken eingespielt werden in diesem Radioprogramm. Und die Kinder dann erraten müssen, welcher Ton das ist oder kommt das von einem Tier oder in welchem Ort ist der auf meinem Marktplatz am Postamt und so weiter. Also auch wieder dieses dialogische Element dabei. Und Daniela Müller, die sagte eingangs, das Jugendliche von Benjamin war das, was ihn dazu auch angestiftet hat, Radioarbeit für Kids und Jugendliche zu machen. Was meinen Sie denn, Frau Schiller-Lehrk, reizte Benjamin vor allem daran, eben für Kinder und Jugendliche Sendungen im Radio zu machen? Er hatte eine große Affinität für Technik. Und dieses Spielerische mit technischen Elementen umzugehen, das hat ihn unglaublich gereizt. Und die Idee, Geräusche einzubringen und Geräusche für sich stehen zu lassen, Geräusche komplementär einzusetzen, das war das eine. Das war das konventionelle Hörspiel. Jemand geht aus dem Raum, die Tür knallt hinter ihm zu. Jemand ist draußen in der Natur, man hört im Hintergrund Vögel zwitschern. Das ist eine komplementäre, konventionelle Einsatz von Geräuschen. Und dieses Tonfragment, was überliefert ist von diesem Hörspiel Radau im Kasperl, werden die Geräusche genauso eingesetzt. Aber die Idee, die er hatte, war, die Geräusche supplementär einzusetzen, nämlich als Ersatz für Sprache, als Ersatz für Handlungsschilderungen, für Abläufe. Er hat nur Geräusche komponiert und das war für ihn unglaublich spannend. Und auch selbst in all seinen anderen Arbeiten für Kinder und Jugendliche war es immer dieses Dialogische, dieses Einbringen von Zitaten. Heute würden wir es so gestalten, dass wir sagen, so wie Sie es ja auch schon gemacht haben, mit sogenannten O-Tonsprecher, die dann den Originalton übernehmen und dann kommt der eigentliche Radiosprecher wieder zu Wort. Also das hat ihn einfach gereizt und ich meine, dass diese Arbeit für Jugendliche natürlich einem ganz didaktischen Prinzip folgt, das ist ganz klar und er hatte auch die Idee, den Kindern aber jetzt nicht so von oben herab Wissen zu vermitteln, sondern wirklich etwas erlebbar zu machen und das sind all seine Titel, seine Geschichten, die er für die Kinder aufarbeitet, das ist wirklich erlebbar, da ist er wie Hebel, wie er über Hebel sagt, ein großer Vergegenwärtiger. Sie haben dieses Hörspiel Radau um Kasperl gerade angesprochen. Ich habe einen kleinen Einspieler, einen ganz kurzen nur, in den wollen wir mal reinhören. Wir hören die ersten 2 Minuten aus dem Stück Radau um Kasperl, einfach damit die Hörerinnen und Hörer auch einen Eindruck bekommen. Und das ist tatsächlich eine Originalaufnahme. Man hört natürlich nicht Walter Benjamin selbst sprechen, aber er hat das Stück geschrieben und war mit Sicherheit bei der Produktion dabei. Und das Deutsche Rundfunkarchiv war so freundlich, uns dieses Dokument zur Verfügung zu stellen. Also sag her, da ist ja ein Karussell. Bitteschön, ich wollte mal fragen, was eine Fahrt kostet. Eine Fahrt kostet 5 Pfennig. So,
Und da muss man danach raus? Ja, natürlich, dann muss man raus. Aber wenn ich mich in ein Schiff setze? Musst du auch raus. Aber auf einen Elefanten, da kann ich da drum bleiben. Da musst du für zwei Karten bezahlen. Ja, aber da mag ich noch lange nicht raus. Also, wie lang willst du denn fahren? Ja, ich hab doch so ein Stindl. Dann musst du halt 9 Billets nehmen. So, und was könnte das kosten, Herr Nachbar? 9 mal 5 täte das kosten, scheint mir. Aha, 9 mal 5. Aha, Herr Nachbar, aha. Na, woran fehlt's denn? Ja, ich möchte was heute aufschreiben. Na, bitte schön, bitte sehr. Ja, was steht denn da am besten zuerst schreiben, Herr Nachbar? 5 mal 9 ist 45. Stimmt? 45. Ja, 45. Das schreibe ich mal auf. Da fange ich mit einem V an. Schreiben Sie doch ganz einfach 4 und 5. Ja, die 4. Das habe ich schon mal gewusst, wie man 4 schreibt. Also bitte schön, ich schreibe es Ihnen vor. Einen Strich von oben nach unten, noch einen von links nach rechts und zum Schluss noch einen von oben nach unten, macht 4. Macht 3. Macht 4. Macht 3. Macht 4. Macht 3. 4. 3. Also passen Sie mal auf, passen Sie auf. Ein Strich und noch ein Strich und noch einer. Macht 4. Macht 3. Macht 4. Macht 3, sag ich. 4, sag ich Ihnen. Also wenn ich Ihnen doch sage, dass das eine 4 ist, haben Sie denn nichts in der Schule gelernt? Jawohl, mein lieber Herr, das könnte nur so passen, die Leute zu frotzeln. Erst haben Sie gesagt, ein Strich, dann haben Sie gesagt, noch ein Strich und dann sagen Sie zuletzt noch einmal einen. Das macht 3. Das werden Sie gleich sehen, wie das 3 macht. Eine Watschen und noch ein Watschen und noch ein Watschen. So, das macht 3 Watschen. So, den hätten wir das Rechnen nochmal ausgetrieben. Genau, soweit dieses Hörbeispiel aus Benjamins Kinderstück Radau um Kasperl. Hat mich zumindest zum Schmunzeln gebracht und war jetzt nicht so schwere Kosten. Ich möchte ganz kurz auf dieses Hörspiel doch nochmal eingehen, weil diese Szene, die Sie eben gespielt haben, im Grunde genommen ein Leitfaden dieses gesamten Hörspiels ist, und zwar das Spielen mit Missverständnissen. Und auch dieses Missverständnis, wie Radio funktioniert, und das ist das Thema dieses gesamten Hörspiels, wie funktioniert Radio, dass dieser Kasperl eben immer denkt, es funktioniert wie ein Telefon. Ich kann den Hörern sagen, hallo, du seiner Frau sagen, hallo, ich komme ein bisschen später, weil ja jeder Radio hört. Und dass das Radio aber eben nicht eine persönliche Form der Kommunikation ist, sondern eben eine öffentliche, das ist das Missverständnis auch in diesem Hörspiel. Und das führt er wunderbar vor, auch die Aufzeichnungstechnik am Ende. Und bei diesem Hörspiel ist nur noch etwas besonders Interessantes, weil einige der Auffassung sind, dass Walter Benjamin den Kasperl spricht. Und dieser Irrtum geistert seit den 70er Jahren wirklich durch die Landschaft, muss man sagen. Und sie ist jetzt gerade wieder aktuell geworden durch eine Veröffentlichung. Und da konnten Sie jetzt selber den Kasper hören, wie er seine Stimme einsetzt. Und das passt überhaupt nicht zu all dem, was wir an Beschreibungen über Benjamins Stimme haben. Eine tiefe, volle, warme Stimme. Dieser Kasper spricht bayerisch, was so viel bedeuten würde, Benjamin müsste ein hervorragender Dialektsprecher gewesen sein. Also das ist alles eher sehr, sehr unwahrscheinlich. Sodass wir also sagen können, Benjamins Stimme ist bis jetzt leider nicht überliefert. Wenn man sich so durchsieht, um was die Stücke Benjamins so thematisch kreisen, dann sind eben Katastrophen ganz oft Thema. Und ich frage mich eben, also das ist auch in den Hörstücken für Kinder der Fall. Und meine Frage ist, welche Rolle denn bei Benjamins Radioarbeit katastrophale Ereignisse spielen? Vor allem, warum meinte er oder fand Benjamins mehr noch wichtig, Katastrophen auch Kindern nicht vorzuenthalten? Ja, Katastrophen und auch besondere Persönlichkeiten, so eigenartige Persönlichkeiten, auch die hat er den Kindern ja vorgestellt. Und es ging ihm immer um die Veränderung von Sichtweisen, und dafür hat er bestimmte Stoffe genommen. Und er wollte Verhalten deutlich machen. Wenn er zum Beispiel Pompeji nimmt, den Untergang der Stadt Pompeji und Herkulaneum, dann beschreibt er natürlich auch den Ausbruch, so weiter,
Theater, aber er beschreibt ganz ausführlich das Verhalten der Menschen. Und was man dann in den Ausgrabungen, wie man die Menschen gefunden hat und was man daraus ableiten kann auf ihr Verhalten. Und das ist das, was in allen Katastrophengeschichten wirklich Vorrang hat. Es ist nicht die Sensation, er treibt im Grunde genommen diesen Katastrophen das Sensationalistische aus, genauso wie es eben die Information in den Vordergrund stellt. Das treibt er aus. Und sagt, nein, schaut darauf, schaut, wie Menschen sich in bestimmten Situationen verhalten, wenn sie nicht den Kopf gebrauchen und wenn sie nicht überlegen, was wirklich sinnvoll ist. Das ist wahrscheinlich dann auch so das, was dann mit Entzauberung oft genannt wird, ne? Also dieses Verständnis fördern, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten und woher Missverständnisse auch rühren können vielleicht. Ja, und es ist eben wirklich die Schulung des eigenen Urteils. Das ist ja im Grunde das pädagogische und das didaktische Element, was er versucht in seiner gesamten Rundfunkarbeit oder für Kinder dann auch umzusetzen. Das Hören zu schulen mit den Geräuschen, mit den Klängen, das Fragen zu schulen. Er arbeitet unglaublich viel mit Fragen. Er lässt die Hörer teilhaben an der Methode, die er benutzt. Er sagt, ich habe wenig Zeit. Das Radio ist ein Zeitmedium. Sie haben in Ihrem Sender jetzt großes Glück, dass Sie sich die Zeit nehmen können. Aber schauen Sie sich um, überall anders ist das Radio ein Zeitmedium. Ich habe früher selber viel Rundfunk gemacht und wir hatten für ein Interview wunderbar 10 Minuten Zeit. Das ist heute überhaupt nicht machbar. Wir müssen heute in 2:30 das oder 1:30 das machen, was wir früher in 10 Minuten gemacht haben. Also diese Idee von Zeit hat er den Kindern vermittelt. Das Fragen, was soll ich nehmen aus diesem ganzen Thema? Was ist wirklich wichtig? Das war im Grunde genommen seine Idee, das Urteil zu schulen. Ja, und leider sind wir auch zwar freies Radio, aber trotzdem ein Radio mit Zeitfenstern. Und ich würde gerne noch überziehen und viel, viel länger reden, Frau Schiller-Lerck. Vielleicht knüpfen wir an der Stelle ein anderes Mal wieder an. Es sehr gibt gerne noch einen Haufen Fragen in meinem Kopf, die sich so anbahnen oder eigentlich auch schon parat stehen. Die müssen aber jetzt warten. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich für die Gesprächsbereitschaft und die vielen Informationen über Benjamin. Mich freut, dass der Rundfunk im Rundfunk wieder angekommen ist von Walter Benjamin. Ich habe das Buch hier vor mir liegen in der Hand. Es ist ein ganz schönes, fettes Buch und es sind 2 Bücher sogar. Ja. Genau, gucken wir erstmal auf Ihren Arbeitsprozess, wie dann dieses Buch tatsächlich zustande gekommen ist. Wie geht man denn auf so eine Monsteraufgabe ran, eine ganz neue Ausgabe, speziell zu Rundfunkarbeiten Walter Benjamins rauszugeben? Ja, da sind ganz viele Entscheidungen eingeflossen. Mir wurde auch jetzt bei dem Projekt erstmal klar, dass solche Ausgaben immer auf ganz vielen Vorabentscheidungen beruhen. Ich dachte vorher immer, ja, wenn ich eine Ausgabe von einem bekannten Verlag in der Hand habe, dann habe ich ja jetzt zuverlässig einfach den Text und kann den lesen. Und jetzt ist mir erstmal klar geworden, wie sehr das von den Entscheidungen der Herausgeberinnen und Herausgeber immer abhängt. Und unser Ziel war es, Benjamins Rundfunkarbeiten so zu geben, dass man sieht, es sind keine Lesebuchtexte, sondern die sind in die damalige Rundfunkpraxis eingelassen gewesen. Benjamin hat sie vor der Sendung nochmal schnell ein bisschen korrigiert, handschriftlich und so weiter. Und wir wollten das alles zeigen, das alles mit in der Ausgabe abbilden. Das waren Sendungsskripte und keine Lesebuchtexte. Ich habe gerade ja mit Frau Schiller-Lerck sprechen können, die Ihnen auch bekannt sein dürfte. Und die hat ja ihre Arbeit 1984 abgegeben. Das ist ja schon eine ganze Ecke her. Ich habe mich jetzt gefragt, was vielleicht sich von Schiller-Lercks Arbeit jetzt mal abgesehen von der Form, ne, dass sie ein Sammelband rausgeben, aber so was die Dokumentenlage vielleicht angeht, also was sich so signifikant unterscheidet. Frau Schiller-Lerck hat vorhin gesagt, damals kam das so ein bisschen in Mode, Literatur im Rundfunk zu betrachten. Ist das Mode, sich mit Benjamin und Radio gerade zu beschäftigen? Oder was ist seit den 80ern passiert? Ja, und wie kam es jetzt zu dieser Neuveröffentlichung? Ja, es war lange Zeit ein sehr vernachlässigtes Thema. Es war eine ganz vernachlässigte Facette von Benjamins Wirken und Werk. Lange Zeit wollte man in Benjamin nur immer den Philosophen sehen, so den Grübler, der sich
scheinbar gar nicht mit den Menschen in der Gesellschaft in populären Medien auseinandergesetzt hat und mit denen im Dialog war. Also scheinbar so der Denker für philosophisch-esoterische Schriften geradezu. So wollte man ihn oft sehen. Und man hat dann eben einiges einfach ausgeblendet. Diese Rundfunkarbeiten wurden dann ausgeblendet lange Zeit. Und da hat Sheila Lerck bahnbrechend etwas geleistet als Pionierin der Forschung. Und dass sie das endlich mal in den Blick genommen hat, diese Facette seines Wirkens. Und dann kommt noch was hinzu. Man muss auch sehen, dass Benjamins Rundfunkarbeiten erst heute so richtig entdeckt werden, aber sie sind immer noch, behaupte ich mal, bis heute sehr vernachlässigt. Wenn man mal schaut, wie wenig sich die Wissenschaft damit befasst hat. Oder ein anderes Beispiel, Benjamin hat mit seinem Freund Wilhelm Speyer, ein früher mal sehr berühmter Autor in der Weimarer Republik, an populären Boulevardtheaterkomödien mitgeschrieben. Und das wird kaum berücksichtigt in der Forschung. Also die sind auch erst vor kurzem mal erschienen, diese Gesellschaftskomödien von Speyer in Zusammenarbeit mit Benjamin. Damit hat sich niemand bisher so richtig befasst. Man wollte immer nur den Rügler Benjamin sehen und nicht diesen Bereich des Populären, sich mit den Menschen auseinandersetzt und mit denen spricht. Zu diesem Begriff, den Sie jetzt gerade nannten, populär, auf den möchte ich später noch eingehen, weil ich glaube, heute wird dieser Begriff nochmal anders gefüllt, als den Benjamin vielleicht gemeint hat, aber deutlich wurde jetzt auch eben im Gespräch mit Frau Schiller-Lerck, und das haben Sie jetzt auch nochmal stark gemacht, die praktische Seite dieses Philosophen und dass es tatsächlich eben auch um ganz alltägliche Dinge ging, die er dann mit philosophischen Gedanken verknüpft hat. Ich gucke gerade in das Buch hinein und das ist strukturiert. Die Rundfunkarbeiten von Walter Benjamin, was Sie jetzt im Suhrkamp Verlag mit herausgegeben haben, in ja verschiedene Abschnitte. Und mir scheint es, dass die der Form nach strukturiert sind. Also es gliedert sich in Texte für den Rundfunk, Hörspiele, Hörmodelle, Vorträge für Kinder, für Erwachsene, Gespräche und dann Texte über den Rundfunk. Hat Benjamin, also wenn Sie in die Originaldokumente geguckt haben, das so gekennzeichnet oder ist das eher dann Ihre Einordnung oder die von Frau Nowak gewesen, was jetzt als eher ja, Stück für Erwachsene, als Stück für Kindergeld und so weiter? Ja, also zum Teil war Benjamin das sehr wichtig, dass er an Gattungen mitgearbeitet hat, die mitprofiliert hat. Er hat zum Beispiel vom Hörspiel abgegrenzt das Hörmodell. Und diese Hörmodelle, das war damals eine ganz ja, innovative Gattung für den Rundfunk. Also das war viel reduzierter als ein Hörspiel, also weniger künstlerisch gedacht, sondern es sollte ein Modell für den Alltag werden. Sie haben ja gerade auch gesagt, dass diese Alltagsnähe, so alltägliche Situationen sollten da verhandelt werden im Hörmodell. Und das war also eine sehr wenig künstlerische Gattung. Und das war dann Benjamin ganz wichtig, dass das vom Hörspiel nochmal abgegrenzt wurde. Daran hat er mit einem Kollegen gearbeitet. Und also einmal sind dann diese Gattungen sehr wichtig und dann aber auch die Sendesparten. Und da hat auch Schiller-Lerck das wunderbar schon ja davor gearbeitet, auf diesem Gebiet zu zeigen, dass Benjamin in ganz verschiedenen Sendesparten im Bereich des Kinder- und Jugendfunks, im Bereich der Literaturkritik, dann aber auch im Bereich der Rundfunkgespräche gearbeitet hat und dass man das auseinanderhalten muss, dass man schauen muss, wie war das Programm damals strukturiert und wo waren seine Sendungen jeweils platziert. Daran haben wir uns auch dann orientiert. Ja, um seine Gedanken zu vermitteln oder vielmehr noch eigentlich, um sie erfahrbar zu machen für andere, waren unterschiedliche Sendungsformate nötig. Und wir hören mal einen ganz kurzen Einspieler, der nochmal genau das neu formuliert und was Besonderes der benjaminischen Rundfunkarbeit ins Zentrum stellt. So wie in der Schrift sich kulturgeschichtliche Erfahrung niederschlägt, ist der Resonanzkörper des Erzählenden selbst Informationsträger. Die Stimme kommuniziert die ihm oder ihr eigene Erfahrung und vermittelt so lebendiges Wissen. In der Erzählung teilt die Mitteilende sich selbst mit. Die je eigene Form ist über die Zeit geronnener Inhalt. Die ureigene Erfahrung schlägt sich in der Sprechhaltung nieder. Wenn durch diese Stimme nun lebendiges Wissen, wie Benjamin es nennt, transportiert werden soll, so zeichnet sich dieses lebendige Wissen dadurch aus, dass es nicht auf ungebrochene Übernahme zielt. Den Zuhörenden wird nichts dargeboten, es verwehrt sich dem bloßen Konsum. Das Wissen kann nicht einfach in einer Reihe im Regal der vielen anderen Informationen abgelegt werden. Anhäufen bleibt meist zusammenhangslos. Nicht das Aneinanderreihen von Inhalten, sondern die aktive Auseinandersetzung mit diesem Wissen macht das Lebendige aus. Und wird so zur Frage der Form.
Ja, und diese Frage nach der Form, die interessiert mich auch im Speziellen. Wie ging denn Benjamin in seinen Aufzeichnungen damit um? Also welche Aspekte brachte er rein, die aus Ihrer Sicht für die damalige Zeit neu und fortschrittlich waren? Und wie kennzeichnete er das vor allem in den Dokumenten? Also das stelle ich mir dann als die Herausforderung vor, eigentlich, vor der man steht, wenn man eben diese Rundfunkarbeiten herausgibt. Also wie muss man sich das vorstellen? Mal abgesehen, also man hat natürlich Skripte, aber gerade in Hörspielen spielen O-Töne, Musik und so weiter eine ganz große Rolle. Wie ging Benjamin da vor? Also wie dokumentierte er sozusagen seine Vorstellung von, wie die Radiosendung dann letztlich aussehen soll? Ja, also genau das möchten wir ja durch unsere Ausgabe zeigen, wie Benjamin in den Texten, also die auch immer im Überarbeitungsprozess immer weiterhin auf die Rundfunksituation, auf diese eigentliche Kommunikationssituation hin angelegt hat, diese Texte. Ne? Also dann wirklich im Rundfunk zu sprechen, wie hat er da handschriftlich nochmal in dem maschinengeschriebenen Text nochmal was geändert, um vielleicht zum Beispiel verständlicher zu werden. Er hat ein Fremdwort manchmal ersetzt durch ein Nicht-Fremdwort und dadurch wollte er sich möglichst breiten Schichten mitteilen. Und was ich dann auch so spannend finde, ist auch seine Vorstellung von Popularisierung. Eigentlich war ja der Rundfunk damals, wie der Name Rundfunk ja schon sagt, darauf angelegt, dass von einem zentralen Punkt aus ganz viele beliefert werden sollten mit dem Programm. Aber Benjamin hat immer versucht, das so ein bisschen zu unterlaufen, hat versucht, die Empfänger dieses Programms und Empfängerinnen einzubinden, also und die zum Selbstdenken zu motivieren, zu aktivieren. Und da ist auch ganz spannend, ja, also wie hat er das gemacht? Er hat beispielsweise in seinen Sendungen für Kinder deutlich gemacht, dass diese ja sogenannten einfachen Leute und die Kinder, dass es sich lohnt, selbst zu denken, selbst den Mund aufzumachen, schlagfertig zu sein. Davon hat er Geschichten erzählt, also zum Beispiel von der sogenannten Berliner Schnauze. Mhm. Und diese Geschichten von der Berliner Schnauze, die zeigen dann eben immer wieder, dass diese sogenannten einfachen Leute sich auch mit dem Mund wehren können. Und dass es sich lohnt, selbst seine Position zu vertreten und damit keck aufzutreten. Also das ist so eine Botschaft auch aus diesen Geschichten. Und auf diese und ganz verschiedene Weisen hat er eben dieses Selbstdenken angeregt. Ich würde gerne dazu kommen, mal aufs Hier und Jetzt zu blicken und zu gucken, was von Benjamin irgendwie auch übrig ist, mal abgesehen von den Texten, ja, aber wenn wir uns so umgucken, das Stichwort populär fiel schon, populär, dem haftet was für mich auf jeden Fall Negatives an, also irgendwie, das ist abgeschmackt, das ist flach, oberflächlich und so weiter, im Gegensatz zu was Tiefgehendem, aber populär meine ich jetzt, oder ich glaube, so meint Benjamin, wenn er davon redet, dass der Rundfunk als populäres Medium sozusagen auch Philosophie machen kann. Also populär eher als Kontrast zum Wissenschaftlichen, als alltagsnah oder laiennah. Und meine Frage ist, inwiefern das, was Benjamin sich unter gelungener Rundfunkarbeit vorgestellt hat, also in Dialog treten mit dem Zuhörenden, ihn animieren, selbst zu denken und so weiter, genau das, was Sie gerade eben genannt hatten, inwiefern ist denn das heute im Rundfunk Praxis, beziehungsweise auch das genaue Gegenteil? Ich weiß es ja nicht. Ja, das finde ist eine ganz schwierige Frage. Darüber kann man, glaube ich, viel diskutieren und streiten. Einige sagen ja, dass das heutige Radio vieles davon einlöst, was damals Benjamin sich erhofft hat, nämlich diese Hörerinnen- und Hörerbeteiligung. Zum Beispiel sagen einige, wenn man heute beim Radio anrufen kann und damit in den Sendungen was sagen kann, also ich selbst habe ja gerade das Glück, also dieses sogenannte Prinzip auch des Call-In gibt es ja auch, dass Hörerinnen und Hörer, wo das gar nicht abgesprochen war, auch anrufen können, dass das schon etwas einlöst, was Benjamin sich immer vom Radio gewünscht hat. Also das behaupten die einen, das ist, glaube ich, sehr schwierig zu beurteilen, inwiefern die heutigen Strukturen ja immer noch so geschaffen sind, dass von einem zentralen Punkt aus nur gesendet wird und alle anderen empfangen nur, die bekommen das nur ins Haus geliefert, oder können die anderen sich wirklich, können sie das nicht nur anschalten, sondern sich auch einschalten, das ist die Frage. Aber vielleicht haben wir heute da viel bessere Möglichkeiten, gerade auch das Internet bietet natürlich da die Chance. Da kann man ja sehr viel posten. Internet ist ein Stichwort, was überhaupt auf die Frage, ne, Radio, ist es überhaupt noch zeitgemäß? Das ist eine große Frage, die will ich jetzt nicht diskutieren, aber vielleicht trotzdem aus Blick des Medienwissenschaftlers, der Sie nun mal auch sind, auf Benjamin, welche Rolle spielt denn der in Ihrer Disziplin und eben auch seine Rundfunkarbeit? Also ist das vielleicht so eine schöne Spielerei und hat so ein bisschen was Nostalgisches, sich mit Benjamin zu beschäftigen? Oder eben anders, ist er auch tatsächlich dann für neue Medien interessant?
Ja, also erstmal möchte ich nochmal betonen, für mich ist das Radio ein ganz wichtiges Medium. Ich freue mich auch, dass ich jetzt hier dabei sein darf bei Ihrer Sendung, denn Radio wird ja immer noch ganz, ganz viel gehört. Das ist immer noch top so unter den Medien. Das ist überhaupt nicht überholt oder so, sondern ganz viele Menschen hören ja Radio. Was für mich noch wichtig ist bei Benjamin, ist dieser Begriff des Populären auch, ich finde, der ist auch wichtig für die heutige Wissenschaft. Denn es wird ja inzwischen schon darüber diskutiert, wozu braucht man heute noch Geisteswissenschaften und so weiter. Sind die nicht in einer Krise? Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Geisteswissenschaften mit den Menschen, mit der Öffentlichkeit in einem Dialog bleiben. Und dann sind sie, glaube ich, sehr wichtig. Dann machen erst diese Reflexionen in den Geisteswissenschaften, dann werden die erst relevant, wenn da ein Dialog stattfindet auch mit der Öffentlichkeit, mit den Menschen. Und das war ja auch Benjamins Anspruch, dass er gesagt hat, nicht nur soll Popularisierung als sowas ja Verstaubtes, Negatives, Schlechtes gedacht werden, dass also da bloß das Wissen reduziert wird, so in verdünnisierter Form wird das dann der Menge so zur Verfügung gestellt. Also das ist so ein Negativbild von Popularisierung, das er gerade nicht wollte, sondern für ihn ging es ja auch darum, dass das Fragen der Öffentlichkeit, selbst wenn es nicht vor dem Mikrofon laut wird und selbst wenn sich nicht die Öffentlichkeit sich nicht so in die Wissenschaft einbringen kann, so unmittelbar, dass deren Fragen aber dennoch berücksichtigt werden, auch wenn sie nicht unmittelbar laut werden können. Und dann ist Wissenschaft relevant. Also sie kommt nicht darum, sich mit den Anliegen und Bedürfnissen und Problemen der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und das war, glaube ich, Benjamins Begriff von Popularisierung, der ganz aktuell ist, glaube ich, auch für die heutigen Geisteswissenschaften. Dass sie da dranbleiben, das im Blick zu behalten, die Gesellschaft auch. Genau, und jetzt mal abgesehen von den Wissenschaftlern, hören jetzt auch viele Menschen zu, die vielleicht gerade zu Hause sind oder einer anderen Arbeit nachgehen und eben nicht über den Studierbüchern sitzen, wobei parallel dazu Radio zu hören, manche können es, ich kann es nicht. Aber für diejenigen, die sich mit Benjamin und dem Rundfunk noch nie beschäftigt haben, für die mag das jetzt erstmal so ein bisschen gestelzt rüberkommen, vielleicht, dass ich mit einem Herausgeber rede, der die Arbeiten neu editiert hat. Das sind ja alles schon Wörter, von denen manche zurückschrecken. Vielleicht, Herr Küpper, können Sie abschließend Lust machen, nochmal in dieses Buch reinzugucken, was übrigens auch zumindest in der Steintor-Bibliothek in Halle auszuleihen ist. Und ihr könnt auch gerne das machen, Bibliotheken sehr gerne, wenn man sie darum bittet, eurer Bibliothek des Vertrauens nahelegen, dass die Rundfunkarbeiten von Walter Benjamin neu herausgegeben wurden und ihr euch das wünscht, dass die Bibliothek das in den Bestand aufnimmt. Herr Küpper, abschließend eben für die Hörenden, die sich damit nicht beschäftigt haben, warum sollte man sich die quasi Originaltexte dieses Buch Rundfunkarbeiten sich, zulegen, zumindest reingucken? Ja, das macht dann, glaube ich, Spaß, da reinzugucken, wenn man einmal in die damalige Rundfunkwerkstatt schauen will. Also wem es Spaß macht, zu schauen, wie damals in der Weimarer Republik mit ganz strengen Vorgaben für den Rundfunk, also damals wurde der Rundfunk ja sehr kontrolliert von der Politik, und wie hat dann jemand, der das Möglichste trotzdem rausholen wollte aus dieser Praxis im Sinne seines Anspruchs, wie hat der gearbeitet? Wen das interessiert, wenn man so in die Werkstatt eines Rundfunkmachers gucken will, der sollte dann in unsere Edition, oder die natürlich sollte dann in unsere Edition reingucken, dann kann man nämlich sehen, wie da konkret gearbeitet wurde, wie so eine Praxis damals aussah. Das sagt Thomas Küpper, bei dem ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch bedanke. Schön.